Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns hier immer noch in Fort Mercer, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben waren und ja, die Karawane abgeliefert haben, beziehungsweise die beiden Wagen der Karawane. Nun gut. So, wir werden uns mal wieder auf den Weg machen und uns noch einmal um Blutgeldmissionen kümmern. Denn wir hatten ja beim letzten Mal nicht so viel Erfolg. Da haben wir ja nur aus der einen Mission, die wir gemacht haben, lediglich eine Kapitale rausgeholt. Und ich würde schon sehr gerne mal die Blutgeldgelegenheiten angehen. Von daher würde ich sagen, schauen wir ganz kurz auf die Karte und suchen uns mal den nächsten Auftraggeber. Okay, das scheint wieder der James Langton zu sein, drüben am Lake Don Julio. Aber die sagen, setzen wir uns mal kurz einen Wegpunkt dahin. Aber wenn wir auch mal versuchen, erst einmal ja direkt hinzureiten. Hier gibt es eine Felskante, die ist recht unangenehm, da kommt man nicht so gut runter. Also sollte man dem Weg erst einmal folgen. Das heißt, wir werden uns auch erst einmal wieder die Karte einschalten und uns dann dahin begeben. So, ich glaube, den ersten Teil können wir erst einmal direkt angehen. Oder können wir, ja, genau, um Fort Mercer erstmal rumreiten. Jetzt wieder die Sache mit der Karte so wunderschön. Und, wie gesagt, wer auf die Idee gekommen ist, dass die Karte sich mitdreht, ich habe keine Ahnung, der ist ein Sadist gewesen. So, also da lang. Schauen wir mal, dass wir was anderes angehen. Und ich würde auch sagen, für mich scheinen die Verträge deutlich lukrativer zu sein als die Einzelmissionen. Von daher würde ich sagen, suchen wir uns nochmal einen Vertrag aus und gehen den einfach an. So, jetzt sollten wir hier auf dem richtigen Weg sein. Wir müssen erstmal die Serpentinen hier, die vor uns liegen, erstmal runter. Und dann können wir das letzte Stück ein bisschen querfeld einreiten. Schade, dass wir jetzt wieder bei Nacht unterwegs sind. Zumindest als ob wir zu regnen oder zumindest ein Lichtblick in dieser dunklen Nacht. Wir sind schon wieder nachts unterwegs. Naja, wie immer irgendwie. Gut, aber wie gesagt, der Tag-Nacht-Zyklus, der ist ja auch recht kurz, also weiß nicht, wie lang wirklich so ein Tag ist, aber kommt mir so ungefähr vor, wie als wäre der bloß so im Bereich von 15 Minuten. Naja, auf jeden Fall geht das recht schnell. So, ich glaube, ab hier können wir langsam querfeld ein. Ich glaube, hier brauchen wir noch eine Felskante. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Ebene runter. Okay, ein bisschen unangenehm hier die Stelle. Fort Mercer liegt recht hoch und der Lake Don Julio natürlich irgendwo unten. Oh oh. Da hat Beauty aber die Kurve nicht gekriegt. Meine Güte. Das sah nicht gut aus. Was passiert davon, wenn man nachts unterwegs ist? Na toll. Ich würde mal sagen, wir haben uns ja schön dreckig gemacht. Ich glaube, es wird Zeit, da mal wieder auch das Outfit zu wechseln. So weit nehmen wir denn da nicht. Ich glaube, wir wechseln auf den Moonshine. Ich hoffe, das ist ein Newt oben. So, also probieren wir das mal. So, ich hoffe, das war jetzt, wie gesagt, kein Schlecht oben. Und das wird bei den Blutgeldmissionen etwas besser aussehen. Naja, gut, lassen wir erstmal das einfach mal und reiten einfach mal rüber zu James Langton. Aber bei dem sind wir jetzt offensichtlich häufiger. Mal gut, er scheint auch der Einzige zu sein, der hier Blutgeldmissionen in New Austin für uns hat. So, ich hoffe, wir kommen mal gleich mal am See an. Kann nicht mehr weit sein eigentlich. Sollte hier direkt vor uns liegen, die Hütte ist schon zu sehen. Gut, okay, der Vorteil, wenn man nachts unterwegs ist. Ah, es ist beleuchtet. Und man findet sein Ziel dann auch etwas einfacher. So, wir nehmen mal wieder den Weg hier runter zu ihm. Beziehungsweise hier die Felskante runter. So. Ohne Sturz, bitte. Danke. So, haben wir das. So, dann werden wir mal rüberreiten zu ihm. Mal gucken. Dann schauen wir uns einfach mal die Verträge an, die er hat. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir jetzt nochmal eine Einzelmission versuchen. So. Da sitzt er ganz entspannt, selbst bei Nacht hier draußen. Okay, gucken wir mal, was er für uns hat. You still on the hunt for Capitale? I got some fresh ideas on where you might find some. Das ist gut, okay. Also schauen wir uns seine Blutgeldmissionen an. New opportunity come up. Good money too. Maybe even some Capitale. Okay, gut, also werden wir den Kutschenüberfall, die Hausräumung und die Rückzahlung ist gerade nicht verfügbar, okay. Aber wie gesagt, ich würde ja auch gerne auf die Verträge gehen. Da haben wir hier den Jeb Flaps Vertrag, da schauen wir uns kurz mal auch die Missionsinfos zu an. Hilft dem ehemaligen Bandenanführer Jeb Flaps dabei, sein Versteck zu finden, in dem sich auch Kapitale befinden soll. Okay, klingt schon mal interessant. Dann haben wir hier den Saloon Vertrag. Hole Kapitale und andere Wertgegenstände aus den Saloons zurück, in denen Verbrecher ihre zwielichtigen Geschäfte aushandeln.
Der Hafenvertrag unterstützte Martelli bei seiner Rache an allen, die sich in seine Geschäfte an den Docks von Saint-Denis eingemischt haben. Oha, also es würde uns wieder nach Osten führen, also quasi nach Le Mans zurück, in Ordnung. Dann haben wir den Eisenbahnvertrag, den kennen wir ja schon. Dann haben wir hier noch den Blue Water Vertrag. Treibe die Schulden des rätselhaften Musikers Blue Water John und seiner alten Bande ein. Und dann haben wir hier noch den Cornwell Vertrag. Levictus Cornwell hat sich in das gewinnbringende Kapitalgeschäft eingemischt. Hilf Martelli beim Gegenschlag gegen den Ölmagnaten. Klingt eigentlich ganz interessant, da uns das wohl auch nach New Hanover zurückführt, also quasi ins Herzland, in die Heartlands, also quasi ins Herzgebiet der Karte. Ich glaube, wir werden mal den Cornwall-Vertrag angehen und die Mission einfach starten. I'll tell you how I know this Capitale business gonna make us money. If Leviticus Cornwall thinks it's worth stealing, it's worth something. So Signor Martelli has taken steps, part trade war, part real war. Obviously, we can't much help with the trade war. Martelli sent some men after a Cornwall wagon. Make sure the raid goes to plan. You find Capitale, you keep it. Godspeed. Okay, das sieht schon viel besser aus jetzt hier. Und wir scheinen tatsächlich in New Hanover zu sein. Und ich glaube, wir befinden uns irgendwo in der Nähe von, Valentine. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Zunächst. Oh, nee, aber wir sind ja schön weit im Osten. Wir sind eigentlich sogar noch in Le Mans, so wie das aussieht. Okay. Etwas unerwartet. Deutlich weiter südöstlich, als ich das vermutet hätte. Als hier sind die Heartlands, von denen ich sprach. Okay, und da haben wir vorne schon den Ort, wo wir hin sollen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Da sollen wir zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Mehr Infos haben wir nicht. Nun gut. So, dann würde ich sagen, wir tun was für unsere HPs, beziehungsweise für unsere Gesundheit, so vorsorglich. Und werden erstmal wieder ein Großwildfleisch mit Ackerminze essen. Und ich glaube, für die Gelegenheit sollten wir dann jetzt unser Outfit wieder auf den Bounty Hunter stellen. Gefällt mir jedenfalls besser. So. Und, fast vergessen bei der Gelegenheit. Wir sollten, glaube ich, auch Beauty was zu essen geben. Oh, das sollten wir noch kurz machen. Also einmal Pferdenahrung. Und da weiß ich jetzt auch, warum das neu die Schiefgang ist. Uns fehlen die Komponenten dafür. Das Rezept ist hier gelernt. Das ist was, was man erlernen kann. Und was aber nicht angezeigt wurde, da nur die herstellbaren Rezepte am Lagerfeuer angezeigt wurden. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut und dadurch ist mir das auf jeden Fall ein Partner eigentlich der eigentliche Fehler war und für die Verwirrung gesorgt hat. So, ich glaube, da vorne müsste das schon sein. Wir waren ja nicht weit davon entfernt. Und zwischenzeitlich auch mal das Heizdorf wieder aufgezogen. Ich glaube, wir müssen hier rechts zu der Ranch mal sehen. Oder ist das der Wagen da vorne, den wir inspizieren müssen? Und wir schauen uns das mal ganz in Ruhe an. Ja, hier scheint erstmal ein Schluss zu sein, aber ich glaube, dass dieser Wagen hier, der ist verdächtig. Okay, wir haben ja 20 Minuten Zeit und jetzt sollen wir das Gebiet nach Spuren der Söldner durchsuchen. Würde ich sagen, fangen wir hier mal an. So, wir steigen erstmal ab und schauen uns die Jungs aus der Nähe an. Okay, wir haben direkt Gesellschaft, interessanterweise. Hier wird geschossen, aus südlicher Richtung, von da drüben. Gut, wir schauen uns aber erstmal die Wachen an. Oh, wir haben einmal Kapital gefunden. Das war ja einfach. Das ist ja irre. Ich glaube, wir sollen aber darüber denn gleich als nächstes. Ah, wir lassen uns nicht stressen. Oh, noch eine zweite Kapitale. Wir haben unsere 15 zusammen. Eigentlich können wir die Mission abbrechen oder eine Blutgeldgelegenheit angehen. Nein, Scherz. Wir machen das jetzt hier richtig. Das heißt, wir werden auch alle drei Teile erstmal spielen, bevor wir uns um eine Gelegenheit kümmern. So, ich denke mal, wir brauchen, ja genau, jetzt heißt es hier auch, untersuche die Ursprünge des, oder den Ursprung der Schüsse, muss hier drüben sein. Ich glaube, wir lassen Beauty hier mal stehen. Ich glaube, wir haben die richtigen Waffen dabei. Genau, wir haben die halbautomatische Kakano. Bleiben wir mal dabei und gucken uns das mal an. Muss irgendwo da vorne sein. Da ist auch eine Kutsche. Mal vorsichtig hier. Hier wird ja ordentlich geschossen. Wir halten uns mal hier so ein bisschen in Deckung wenigstens. Noch ist nicht, wollte gerade sagen, noch nichts zu sehen, aber man hat uns offensichtlich gesehen. Das ist aber nicht schön. Gut, so, Kopftreffer, das war das.
Das sehen uns hier gleich erst später an, ich staune. Ellie, die Cornwalls Männer heißt es jetzt hier. In Ordnung, machen wir das doch. Und da sollen wir drei ausschalten, so wie das aussieht. In Ordnung. Ah, hier haben wir keine Deckung. Das ist ganz ungünstig. Das ist auch real. Müssen wir uns einfach nur fernhalten von dem. So, das war einer. Rechts ist auch noch irgendwas. Bisschen schwierig hier auf die Entfernung, die einzuschätzen, wo die sich jetzt hier verstecken. Da hinten ist einer, der gerade rumläuft. Das ist auch ungünstig, wenn er da stehen bleibt. Da ist auch noch einer. Oh, da sind mehrere. Okay, Zeit für die Schrotflinte und wir geben uns mal ein bisschen in Deckung hier. Okay. Und ich mein Favorite so zu machen. Würde ich lieber in Ruhe mit dem Kakano machen, aber nun gut, die wollten das so. Kriegen sie das. So, kümmern wir uns um den da. Oh, der ist erledigt. Und wir haben wohl die drei. Aus der Bedrängnis. Ne, da schießt noch einer da hinten. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Wo ist der jetzt? Da hinten. Das war ein Hüftschuss, aber er ist trotzdem erledigt. Und da hinten läuft noch einer. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Da scheint sie da zu verstecken. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal die drei Leute von, die wir hier befreien sollen. Okay, ich denke, wir sollten uns mal ganz kurz ein bisschen umschauen. Die Zeit sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Und den haben wir geplündert. Okay, der hatte nichts dabei. Und hier ist auf jeden Fall noch einer. Wie kümmern wir uns noch? Da hinten ist er. Hm, versteckt er sich, ist klar. Überlebt dann ein bisschen länger. Da hinten läuft er. Aber jetzt haben wir ihn gleich, hoffe ich. Ah, Junge, bleib stehen. Das ist ja nicht nötig. Das wird ja ein bisschen springen. Aufgeregter Kerl da drüben. So, erledigt. So, haben wir wohl alle. So, dann können wir uns nochmal, da drüben liegt noch einer, dann können wir uns den ohne anschauen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in dem Stall, in dem die sich da versteckt hatten, ob sich da nicht irgendwas findet. Auf jeden Fall mal kurz das Dead Eye hier bemühen. Beziehungsweise die Fährtenleser-Fähigkeit. Ob wir nicht vielleicht eine Schatulle finden? Ich vermute nein. Aber oh, wir können es ja nicht wissen. Also von daher, zumindest ein Blick in die Runde sollte auf jeden Fall sein. Ja, man die kennt, dann wird es sicherlich immer wieder die Orte, die man finden kann. Und wenn man weiß, dass es hier welche gibt, also da wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir den Eisenbahnvertrag nochmal machen. Da wissen wir ja, an welchen Stellen es unter Umständen Kapitale gibt. Aber auf jeden Fall ist es interessanter, wenn wir uns das nochmal so anschauen. War ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass wir bei den Wachen da am Anfang das gleich gefunden haben. Also wenn man da gleich den Schüssen nachläuft oder gleich dahin rennt, dann übersieht man das. Oh, werfen wir hier mal einen schnellen Blick in die Runde. Und jetzt wollen wir die Söldner zum Zielort bringen. Ach ja, das heißt, wir müssen wieder eine Kutschenmission machen. Das heißt, wir müssen da drüben zu der Kutsche offensichtlich, die wir schon gesehen haben, die da angespannt steht. Hinterm Haus jetzt von hier aus. Okay, hier scheint aber tatsächlich nicht weiter zu sein. Ich kann ihn fast nicht entdecken. Gut, okay, dann werden wir mit den drei mal darüber gehen. Mal gucken, ob das halbwegs entspannt wird, die Kutschenfahrt, oder ob wir hier ein bisschen Stress kriegen. Wir schauen mal hier noch ganz kurz, ob sich hier vielleicht auf der Veranda was finden lässt. Wäre ja eigentlich nur der Ort dafür. So, der wollte uns gerade nicht vorbeilassen, der Kamerad. So, wir haben noch entspannte 15 Minuten. Gut, sehr schön. Hier scheint aber nichts zu sein. Schade eigentlich. Aber ich weiß nicht, zu entdecken. Na, wer weiß. Ob es hier weit gibt oder ob wir jetzt hier völlig umsonst suchen. Aber lieber umsonst gesucht und das nicht übersehen, als das wird übersehen und uns hinterher ärgern. So, oder mir das später im Video auffällt. Das ist auch noch manchmal so eine Sache. Das passiert ja auch gelegentlich, dass mir dann solche Orte irgendwie hinterher auffallen. Nicht nur in dem hier, sondern auch in anderen Let's Plays von mir. So, schauen wir mal. Okay, ich glaube, das war's. Hier könnte man noch kurz an den Brunnen schauen. Eigentlich auch so ein Ort, wo man was vermuten könnte. Auch so ein Ort, der sich anbietet auf jeden Fall. Auch für Sammelobjekte. Aber wir scheinen hier gar nichts zu haben. Hier ist irgendwie tote Hose und total leer alles. Okay, ich würde sagen, Zeit auf die Kutsche zu steigen und mit den drei Kameraden dahin zu fahren, wo sie hin sollen. So, der Eno steigt auf. Jetzt warten wir mal deutlich ab, bis alle drei aufgestiegen sind. Irgendwie fehlt hier einer. Ach, da ist er. Gut, so, Platz nehmen und dann fahren wir mal los. Also haben wir wieder eine Kutschenmission. Auch nett, in Ordnung. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir schauen ganz kurz auf die Karte. Wir müssen ein Stück nach dem Norden, so wie das aussieht. Aha, jetzt wird Ende. Nee, eigentlich müssen wir nach Westen. Oha.
Oh, und wir müssen ziemlich weit nach Westen zur Flatneck-Station. Ich würde fast sagen, es ist günstiger. Wir fahren unten rum und wir kriegen Besuch. Okay, woher kommen sie? Das ist jetzt ungünstig. Ganz ungünstig. Okay, wir nehmen mal der Dead Eye zu Hilfe. Oh, ich glaube, da war einer schon erledigt. Oh, sehr nett. Die helfen einen hier auch noch mit. Ne, der ist noch nicht erledigt. Und da ist noch ein dritter. Der ist unter zu Boden gegangen. Der steht aber noch. Okay, erledigt. In Ordnung. Wäre fast günstiger, wenn ich das gesehen habe auf der Karte, wenn wir kurz querfeld einfahren und unten rumfahren. Ich hoffe, wir beschädigen die Kutsche bei der Gelegenheit nicht. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Wir schauen nochmal kurz auf die Karte. Genau. Wir werden mal unten rumfahren und dann hier drüben zu der Straße und hier einfach querfeld ein. Ich hoffe, das geht sich aus. Und das ist keine falsche Entscheidung. Gehen wir also mal das Risiko ein, nicht unbedingt der Wegmarkierung zu folgen. Aber mal sehen, ob das eine gute Entscheidung ist. Bin mir da nicht sicher. Aber die Gegend hier geht eigentlich. Also von daher könnte das ganz gut funktionieren. Und wir kriegen schon wieder Besuch. Schon wieder drei. Ich glaube, wir fahren einfach erstmal. Und ziehen die mal hinter uns her. Und jetzt drehen wir uns mal um und versuchen die mal zu erledigen. Da ist einer. Oh, der ist erledigt. Da hinten ist noch einer. Ne, das ist ein Pferd. Ah, ne, da nicht zu sehen. Ah, gut, okay, die drei hier machen gute Arbeit. Oh, brauchen uns ja auch keine Sorgen machen. Die schießen die auch so weg. So, jetzt haben wir hier ein ausgetrocknetes Flussbett. Ich hoffe, wir kommen mit der Kutsche da durch. Das sieht aber gut aus. Sehr schön. Und dann müssen wir wohl nach eigentlich, oh, ja, nach Westen eigentlich. Und ich würde sagen, wir fahren hier noch ein Stückchen und dann können wir wohl da hinten nochmal über die Gleise. Da sieht es relativ flach aus. Oh, ich glaube, hier kommen wir ganz gut lang. Oh, mal sehen, ob das gut wird. So, ne, wir nehmen mal hier den links rum und fahren dann über die Kutsche nach rechts wieder. Ich glaube, das ist günstiger. Okay, wir haben weitere. Wir sind aber flink hier unterwegs. Oh, der ist erledigt und der ist auch gleich erledigt. Dann haben wir noch einen dritten. Wo ist der? Auch schon erledigt, ne? Doch, erledigt. Okay, sehr schön. Und macht ja Spaß mit den dreien hier, muss ich mal sagen. Auf jeden Fall ein bisschen anders, als wenn man da irgendwelche, ja, Gefangenen befreit, die dann ja keine Waffen haben und sich nicht wehren. Aber das sind hier offensichtlich auch ein paar Profis. So, ich glaube, wir sind jetzt auf der richtigen Straße. So, das sollte die Sache angenehmer machen. Und wir kommen jetzt endlich ein bisschen schneller voran. So. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier unbedingt uns nach den Leichen umschauen hätten müssen. Aber wir haben ja schon zwei Kapital rausgeholt. Ich denke, das ist schon ganz gut. So, wir kriegen schon wieder Besuch. Warte. Und das heißt ja hier auch, wir sollen die Söldner zum Zielort bringen. Man merkt, dass die auf jeden Fall ein bisschen was drauf haben. Das ist ja ein Suit, das macht auf jeden Fall so mal mehr Spaß. So, die drei schon erledigt. Ich glaube, wir sind jetzt ein gutes Team hier. Ne, da ist noch einer. Ah, der hat's überlebt. Okay. Das ist auch schon erledigt. Sehr schön. Hervorragend. So, wir haben mal der Kakane schon mal vorsorglich nach. Ich glaube, das wird nicht der letzte Angriff gewesen sein. So. Denn setzen wir mal unseren Weg fort. Haben noch 10 Minuten. So, jetzt müssen wir jetzt mal nach rechts. Okay, staune. Oh ja, mal sehen. Ich hoffe, das ist nicht falsch. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte, dass wir uns ein bisschen orientieren können. Nee, wir müssen hier tatsächlich hoch. Ich hätte eigentlich gedacht, wir fahren hier unten lang. Oh ja, können wir eigentlich auch machen. Na gut. Also, wir haben eigentlich nicht gewonnen. Das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, wir sollten nochmal wenden. Aber wir nehmen den unteren Weg. Könnte interessanter sein, auf jeden Fall. Oh, wir sind ein bisschen vorsichtig hier mit der Felskante. Und schalten mal den da aus. Das ist nicht unbedingt das Beste mit dem Kakano auf die Entfernung. Oh, kommt der nächste. Der ist auch schon erledigt. Oh, wollen wir ja nicht selber machen. So, wir nehmen mal den unorthodoxen Weg. Bin ich immer ein großer Fan von. Und, naja, weil die Wegfindung da macht, ist mir egal. Ich finde meine eigenen Wege. In vielerlei Hinsicht. Also. Und wir haben noch 9 Minuten Zeit. Also, das ist mehr als genügend Zeit. Selbst wenn wir jetzt noch ein paar Angriffe kriegen, dann ist das auch kein Problem. Außerdem ist es hier viel schöner, hier lang zu fahren, als da oben auf dem platten Land oder auf der platten Ebene. Aber hier links wunderschönen Blick über den See, über den, naja, über die Bucht eher, über den See. So. Ja, unten waren wir ja auch schon, da haben wir die eine Kopfgeldjäger-Mission gemacht. Und wir haben die nächsten. So, kümmern wir uns um die. Ena ist noch übrig geblieben, der lebt noch. Ne, haben sie schon erledigt. Okay, also die Jungs sind echt tough. Muss man ihn mal lassen.
So, schafft man ja kaum, ihn umzulegen, während die schon die anderen verarzten. So, da vorne jetzt lang. Da vorne ist einer, der flieht gerade, glaube ich. Oh, wir haben noch irgendwas anderes gekillt. Jetzt haben wir irgendein Tier überfahren, in Ordnung. So, jetzt sind wir wieder an der Abzweigung. Nicht, dass der Ganze wieder nach da oben führt. Na, wir können oben rum, wir können unten rum. Glaub, das spielt hier keine große Rolle. Wir fahren mal rechts rum. So. Oh, ganz schön steil hier. Ich hoffe, die Kutsche kommt da hoch, bis also die Pferde schaffen, die Kutsche hochzuziehen. So, haben wir das gleich. Oh, scheinbar schon wieder werden. Aus zwei Richtungen diesmal. So, da drüben ist einer. War schlecht zu sehen gerade. Okay, die sind schon wieder viel zu dicht dran. Für Kakano. Oh, der ist erledigt. Und da drüben müsste noch einer sein. Hinter der Kuppe ist der nicht zu erkennen. Na, kommt der mal hoch? Oh, der traut sich nicht so recht, das Gefühl. Oh, der ist auch schon erledigt. Na schön, haben wir mal wieder selber einen Kill gemacht. Oh, der Kamerad hier neben uns ist aber auch sehr nett. Oh, er war da auch voll auf Zack. Er hätte den da keine Sekunde gegönnt. So, wir setzen mal unseren Weg fort. Ich staune unheimlich viele Angriffstrupps hier. Ich weiß ja nicht, wie viele das waren. Der ist der fünfte oder sechste auf jeden Fall. Seitdem wir hier auf der Kutsche sitzen. Da war der Einstieg ja diesmal deutlich entspannter mit denen. Da ist ja das hier der weniger entspannte Teil, muss man ja mal sagen. So, wir sollten bald da sein. Ich glaube, hier vorne an der Station sollen wir sowohl abliefern. Oh, da kriegen wir nochmal Besuch. Ich glaube, der dürfte der letzte sein. Da kommen sie schon. Oh, der ist erledigt. Auf jeden Fall liegt er am Boden. Und oh, wir haben jetzt einen Söldner verloren. Das ist natürlich ungünstig. Ah, zu wie die klappt hier. Kurz vor Ende passiert das noch. Das ist nicht schön. Schade eigentlich. Ah, gut, okay. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel für den Missionsabschluss. Aber nun, das Wichtigste haben wir. Wir haben auf jeden Fall zwei Kapitale rausgeholt. Oh, jetzt haben wir hier noch ein kleines Hindernis. Wir müssen mit der Kutsche auf die andere Seite. Hätten wir doch den anderen Weg nehmen sollen. Da sag ich doch. Ja, das ist auch so eine Erfahrung, die man erstmal machen muss. Ja gut, jetzt müssen wir hier nochmal warten. Das kann also sein, dass wir nochmal einen Überfall kriegen. Und nehmen wir mal das Kakano raus. Dann können wir das Betty Linger dann mit dem Dead Eimer umschauen. Denn eigentlich liegen hier auch immer wieder Sammelobjekte. Ich sag's ja, da oben ist einer. Dürfen wir nicht vergessen. Um uns, wenn die Mission erledigt ist. Ich hoffe, die setzen uns denn hier auf. Oh, wenn jetzt so weitergeht, dann müssen wir gleich noch den Zug kapern. Und den beiseite fahren. Aber nee, kurzer Stopp, der ist gleich weg. So, ganz entspannt. Ja, wären wir doch besser unten rumgefahren. Also ist das auch tatsächlich so, was man in der Mission vielleicht wissen sollte. Ich nehme mal an, das ist hier skriptet. Und dieser halt hier ist eingeplant. Aber da hätte ich jetzt echt noch einen Überfall erwartet. Naja, oder also, beziehungsweise nochmal so ein Angriffsdruck. So, ich glaube, wir sollen jetzt hier absteigen. Ich glaube nicht, dass wir mit der Kutsche dahin fahren sollen. Na ja, okay. Wir steigen mal ab. Ich hoffe, die folgen uns jetzt. Mal sehen. Denn da würde ich mit der Kutsche nicht hinfahren. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist der Kamerad, bei dem wir sie abliefern sehen. So, you fools have to be rescued, yes. Signor Martelli does not work with those who cannot fight for themselves. Oh, sehr schön haben wir das abgeschlossen. Auch wenn jetzt leider zum Ende hin noch einer der Söldner draufgegangen ist. Ein bisschen schade. Also, gute Arbeit ihr leistet hier. Nein, gut. Okay, wir haben 36 Gold-Dollar-Cent erhalten. 400 XP ist und 30 Dollar. In Ordnung, das ist ja ganz nett. So, dann würde ich sagen, wenden wir uns mal wieder dem anderen Geschäften zu. Das heißt, wir nehmen erstmal unser Halstuch ab und wir werden mal auf die Windmühle klettern und uns das Sammelobjekt holen, was da oben wohl liegt. Hatten wir ja schon von unten jetzt hier gesehen. War doch ganz gut, dass wir hier kurz anhalten mussten. Bleibt noch Zeit für sowas. Schauen wir mal ganz kurz. So. Jetzt mal erstmal hoch. Da müsste das auf der obersten Ebene sein. Dann kriegen wir noch einen netten Ausblick da von da oben. So, machen wir das. Hier fängt das schon an zu klimpern. Man hört's. Und das wird jetzt auch deutlich stärker. So, hier oben muss das irgendwo liegen. Ich denke mal, wir haben eine Tarotkarte oder ähnliches. Schauen wir mal ganz kurz. Da vorne liegt sie auch schon auf dem Boden. Man sieht sie hier. So, da haben wir das Ass der Schwerter. Schauen wir uns die mal kurz an. Und stecken sie ein. Sehr schön, haben wir das. So, 150 XP noch erhalten dafür. Und wir schauen ganz kurz mal in unsere Tasche. Oh, was jetzt da unsere Sammlung auch zu den Tarotkarten sagt. Da haben wir die Stäbe, da haben wir die Schwerter, da haben wir 13 von 14, bei den Stäben haben wir 10 von 14,
Bei den Münzen der Tarotkarten haben wir 12 von 14 und dann haben wir noch die Kelche, da haben wir 11 von 14. Ah, da fehlt uns immer noch was. Leider hier immer noch kein einziges Set vollständig. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Ey, da fehlt uns immer noch quasi so der letzte entscheidende Teil. Also sollte man sich vielleicht mal wieder auf die Suche danach machen. Mit Glück wird das eher wahrscheinlich nichts. Also sollte man einfach vielleicht die Karten nehmen und sich denen widmen. Aber wir klettern hier erstmal runter. Wir müssen ja hier keine halsbrechende Aktion machen und uns vom Turm stürzen. Das kann man natürlich auch ganz leicht machen. Muss ja nicht sein. Naja, okay. Wieder ein bisschen zu sensibel die Steuerung. Wenn man sieht, so. Jetzt ein bisschen der Coolness-Faktor verloren, wenn die Steuerung so reagiert. Das ist so ungefähr wie mit dem Sturz. Das ist genau so eine schöne Sache. Da reagiert dann das Pferd doch mal nicht so gut. So, jetzt würde ich mal sagen, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel Zeit in dieser Folge. Wir können auch mal ganz kurz schauen, was wir hier in der Nähe haben, wo wir uns vielleicht schon hinbegeben können fürs nächste Mal. Hier ist nichts in der Nähe zu sehen. Oh ja, das ist auch nicht so schön. Das Einzige, was wir hier haben, sind Free Roam Mission von The Boy. Okay. Aber ich sehe hier keine weiteren Blutgeldmissionen, wo keine Blutgeldgelegenheiten. Mal sehen, wo haben wir denn hier in New Hanover jemanden? Gar nicht, so wie das aussieht. Ne, in New Hanover scheint kein einziger Auftraggeber zu sein. Wir haben hier drüben wieder den Joe, okay. Wir haben bei Rhodes, da haben wir den Anthony Freeman und ja, den vierten, den Sean McGuire, drüben in Elizabeth. Dann müssen wir uns eigentlich Richtung Elizabeth begeben. Würde ich sagen, machen wir was anderes. Wir reiten wieder einfach erstmal rüber zur Rick Station. Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was wir jetzt machen können. Und da werden wir mal was Schönes benutzen. Und zwar in der Nähe hier eine sehr, sehr hohe Trestlebrücke. Ich hoffe, wir kriegen kein Problem. Wir müssen uns ja schließlich da die Strecke mit den Zügen teilen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stelle hier im Spiel. Also mit einem traumhaften Ausblick. Und wir haben auch gerade das richtige Wetter dafür. Also sollten wir sowas einfach mal mitnehmen. Ihr wisst ja, wir machen das irgendwie immer ganz ruhig und entspannt und von daher nehmen wir mal so die Gelegenheiten hier mit. Das sieht doch fantastisch aus. Also das ist doch ein einmaliger Anblick im Prinzip und dann noch bei so einem Wetter. Oh, hier nochmal rechts ein Blick quasi auf das Tal. Ja, mit diesem Flussdelta quasi. Sehr schön. Also das ist doch irre. Also da kann man doch den Tag beenden. Und wir haben hier irgendwas, was uns so rot angezeigt wird. Moment mal, haben wir wieder eine Straßensperre in der Nähe. Ne, wir haben irgendwas anderes. Gegner. Einfach nur Gegner. Okay. Gut, in Ordnung. Wenn da Gegner sind, sind da Gegner. Lassen wir sie Gegner Gegner sein. Mir zu unbestimmt. Wer weiß, was das ist. Keine Ahnung. Tja, ob das irgendwelche Wildtiere sind, ich nehme mal an, nicht. Vielleicht will uns da irgendjemand, tja, unsere Kapitale streitig machen. Wir haben ja jetzt schließlich, das können wir uns ja auch noch anschauen, dass wir also auch wirklich gesehen haben. Nicht, dass wir uns jetzt hier verzehrt haben. Wir müssten jetzt also auch tatsächlich 15 Kapital im Inventar haben. Aber wir werden erst einmal ganz entspannt zur Bahnstation reiten. Denn eine Sache sollten wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben jetzt doch längere Zeit keine Munition abgeholt. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein bisschen Munition. Und dann können wir hier an der Rickstation mal wieder den, ja, den Tag ausklingen lassen und uns kurz entspannen, bevor es dann weitergeht mit den Missionen. So, wir gehen mal ganz kurz zum Postmeister. Mal gucken, wo der hier ist. Ich glaube, der ist hier vorne irgendwo. Ja, der muss da drin sein. Okay, er hat einen Auftrag für uns. Ist aber nicht das, was wir wollen. Alles der Postmeister. Holen wir mal unsere Lieferungen ab. Und da können wir das jetzt auch beschleunigen. Im Prinzip einfach alles abholen. Dann haben wir unsere Munition wieder aufgefüllt. Sehr schön, Flintmunition bekommen, Revolvermunition, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, haben wir das. Und wir haben noch einen Schwarzgebrannten abgeholt. Ja, stimmt, haben wir ihn verbraucht beim letzten Mal. Sehr schön, haben wir das. Gut, dann können wir wieder auf Beauty steigen und uns eigentlich auf dem Weg noch in Richtung Blackwater machen. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal direkt fortsetzen mit der Mission von Sean McGuire. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall noch an. Dann machen wir da nämlich weiter, indem wir den zweiten Teil hier von dem Vertrag erfüllen und uns darum kümmern. Ich glaube, das ist das Beste, was wir jetzt noch machen können. Dann verschieben wir das quasi mal. Klar könnte ich das jetzt quasi rausschneiden, aber ich finde das ganz angenehm, wenn wir uns hier einfach noch ein bisschen
In West Elizabeth, wo wir uns ja jetzt befinden gleich im Prinzip. Noch ein bisschen umschauen bzw. dahin begeben. Und bei der Gelegenheit können wir ja noch einen Stopp in Blackwater einlegen. Ich glaube, das ist auch ganz nett. Dann können wir eigentlich auch mal im Prinzip in den Geschäften vorbeischauen. Auch etwas, was wir uns noch Jahre nicht angeschaut haben. Also von daher könnte das ganz nett sein. Oh, wir haben hier gerade noch einen netten Ort hier für einen kleinen Wasserfall hier. Also sehr schön gemacht mit dem Wasser, wenn man es hier da anschaut. Also die Wasseranimation ist hervorragend. Muss man wirklich sagen. So, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. Dann würde ich nämlich sagen, setzen wir uns kurz nämlich einen Wegpunkt. Am besten, ja, nehmen wir gleich den Pokertisch als unseren Zielpunkt und reiten noch nach Blackwater. So, mal schauen, wir kommen jetzt hier über den Fluss. Ein bisschen ungünstig hier, ich glaube, gerade den Abgang irgendwo verpasst. Ich glaube, hier ist eh ein Wilder, das ist nicht der offizielle Weg. Oh, genau, hier kommen wir runter zum Fluss. Dann können wir da drüben wohl wieder irgendwo hoch. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, da drüben ist die Furt, die eigentliche. Wenn wir kurz ein bisschen schwimmen, sind wir ein bisschen erfrischt, ist auch nicht schlecht. Und Beauty ist auch mal wieder bei der Gelegenheit, hier waschen. Auch keine schlechte Sache. So, dann können wir da schön rüber nach Blackwater reisen. Und quasi hier, glaubt ihr, das müsste jetzt so langsam Abend werden. Ja, den ausklingenden Tag genießen, wie es aus 18 Uhr ganz genau. Da täuschte der Eindruck von der Umgebung, vom Licht her nicht. Also sehr stimmungsvoll gemacht. Kommen wir mal wieder ein bisschen in sattere Regionen hier. Sehr schön. Da vorne ist die kleine Kirche hier vorm Blackwater. Da kommt auch gerade eine Kutsche an. Und hier bei 21 Grad. Auch sehr nett. So, gut, lässt sie doch aushalten. Dann können wir nochmal schön unten am Pier uns ja, einen Blick über den See gönnen. Das ist also auch auf jeden Fall was, was wir jetzt noch machen können. So, Beauty muss unbedingt noch eine Runde springen. In Ordnung. Soll sie machen, wenn sie ihren Spaß hat. Bin ich damit auch zufrieden. So viel zu dem schönen Wetter. Ha, hat sich gerade geändert. Meine Güte. Oh, das ging ja schnell. Oh, gut. Na gut, in Ordnung. Können wir hier am Schnellreisepunkt bzw. an der Postkutschenstelle für heute hier den Tag beenden bzw. auch diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Hier die Blutgeld-Mission. Oh, war auch relativ interessant. Oh, jetzt haben wir hier aber ein Licht, meine Güte. Oh, machen wir das mal so rum. Ist das besser. Oh, wir haben einen wunderschönen, sich in der Entstehung befindlichen Regenbogen im Hintergrund. Okay. Gut, wenn wir schon keinen Blick auf den See bekommen, bekommen wir aber einen Regenbogen. Das verheißt doch was Jutet für die nächste Folge, hoffe ich. Ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei, wenn es hier mit Red Dead Online weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.